So, ich bin zu Hause, live aus dem Rollerparadies melde ich mich zurück. Ja, 68 Kilometer runtergespult, der Akku, der ist leer. Diese 23% vermindern sich beim Durchdrücken auf gute 10%, also dann wirklich leer und nicht mehr zum Fahren. Was ist abschließend zum Sagen? Das ist ein ganz toller Roller, nur alles, was über 50, 60 km/h ist, braucht unbedingt einen Lenkungsdämpfer, dass da vorne schlackert und fängt das Pendeln an wie bei einem Motorrad mit hinnigem Lenkkopflager. Aber das ist halt, weil das so leichtgängig ist. Ne? Hier ist auch schon die Vorbereitung für einen Lenkungsdämpfer. Die haben sogar in der Tat einen Lenkungsdämpfer damals bestellt, vor 2, 3 Monaten. Nur, ja. Die sind nicht lieferbar, haben wir die Kohle zurückbekommen, 250 Euro oder 280 Euro und jo, mal schauen, wo ich das herbekomme. Was bleibt abschließend zum Sagen, welcher Roller besser ist, Dual Drone Spider oder Victor, kann man nicht vergleichen. Deine Roller ist ein Stadtroller mit 20 Kilo, klein, agil, alles viel dünner als wie beim Victor, und das Deck ist halt sonst gleich, aber sonst ist alles anders. Das Ding hat 20 Kilo, der Spider, und der Victor hat mit den paar Sachen, die jetzt da drauf biegt sind, Armbordteile, 34 Kilo, und das ohne Griff, das ist nicht zum Tragen. Griff braucht's sowas oder besser, und dann natürlich ein Kombo noch zum Einhängen oben, dass man das hier wieder reinbekommt. Hier sieht man es besser. Und dann kann man das Ganze auch falten. Klein und agil bleibt der Spider und groß und panzerartig der Victor. Ja, ansonsten noch zum Laden. 30 Ampere-Stunden werden wahrscheinlich auch mit diesen Ladegeräten ewig dauern. Die haben auch nur 1,75 Ampere. Das macht bei 30 Ampere sicher keinen Spaß. Auch nicht mit 2 Stück, die man da anstecken kann. Wird das, glaube ich, auch 9 oder 10 Stunden brauchen. Kauft euch da einfach einen Schnelllader. Was behalte ich mal? Was mache ich draus? Ich finde das für Leute bis 80 Kilo trotzdem der Spider der bessere Roller ist, weil er einfach klein, leicht, agil ist und fast genauso weit kommt. Nur alles über 80 Kilo oder wer gerne mal ins Gelände fahrt, so wie ich das heute großteils gemacht habe, oder halt am Land wohnt, für den ist der Victor sicher der bessere Roller. Und ja, das mit dem Gelenk, weil ich es gerade noch sehe, das gehört in der Tat noch einmal dann angeschaut. Da schreibe ich euch oder zeige ich euch im Thread dann mal, wie ich das gefixt habe. Das muss ich die Seite tun, vielleicht kann ich das jetzt nochmal herbei beschwören, die Knackserei. Das ist recht schwer mit einer Hand, Moment. Ich muss dann ein Stück zur Seite. Ja. Hört man ganz gut, gell? Also das ist während dem Fahren bei jeder stärkeren Bodenwelle der Fall, und das ist eigentlich schade und traurig für einen ganz neuen Roller. Und ja, ich weiß, dass man alles fetten muss und sich anschauen muss, aber jeder 0815-User, der davon ausgeht, dass er den legendären elektrischen Roller kauft oder den weltbesten elektrischen Roller, der ist auf sowas nicht eingestellt und hat auf sowas gar keine Böcke. Und ich kann das verstehen, wenn es da Leute gibt, die sagen, hey, das ist nicht der weltbeste Roller, oder das ist halt qualitativ gleich mal schlecht eingestellt. Das ist qualitativ wirklich meiner Meinung nach ganz weit oben. Ich kenne nichts, was besser ist von der Qualität. Nur da könnte man doch wirklich von Haus aus diese aneinanderreibenden Teile von Dual Drone bzw. Minimotors, dass da schon im Vorfeld der Hersteller das Ganze besser fettet, weil das muss nicht sein. Sonst gibt es eigentlich dabei nichts zum Sagen. Ich melde mich, wenn es mit dem Gelenk ein Update gibt.